Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Evani. Es geht weiter, Schlüssel der Freiheit heißt das Ganze. So, und jetzt gucken wir mal, wir sind hier ja inzwischen von unserem Planeten auf einem anderen Planeten gekommen über ein Portal von einer Frau, die nach uns gesucht hat. Habe da einen Typen getroffen, der uns mitgenommen hat zu einem Weltraumhafen da hier. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So, Spaceport ist hier. Hier sind wir jetzt. Dann haben wir ein Market. Hier haben wir ein Pad. Dann haben wir ein Crossway. Okay. Wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir mal zum Market. So. Okay, da sind wir. Ja, sind wir jetzt hier auf Tatooine sozusagen. Wie ist ein Planet, ne? Könnte man fast meinen. Ja, aber hier ist es grüner. Hier sind sogar ein paar Palmen. So. Okay. Let me see. Ja, von der Gebäude, ja, das sieht schon wieder bis jetzt ein bisschen spaciger aus, ja, das muss man schon sagen. Auch diese Gerätschaften hier sehen witzig aus. Diese Hebelwerkzeuge hier. Was haben wir denn hier? Was verkauft der hier? Irgendwelche komischen runden Teile. Aha, was Gott. Sieht aus wie ein Triebwerk. Das weiß ich nicht. Könnte es ein Jetpack sein? Ja, ich rede mit ihm. Hi. Hallo, wie kann ich euch helfen? Ich wollte nur wissen, was ihr hier verkauft. Alles für den Weltraumhafen. Ihr braucht etwas für euer Schiff. Wir haben es oder können es besorgen. Danke, gut zu wissen. Übrigens, was ist das für eine Maschine da im Fenster? Das ist ein Jetpack. Wir verleihen sie für 200 Credits am Tag. Damit kommt man überall hin. Oh, verstehe. So viel Geld habe ich nicht, aber sobald ich weiß, wo die Merari sind, muss ich weit reisen. Die Merari? Den Namen habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Ich enttäusche euch ja nur ungern, mein Freund, aber die sind schon lange weg. Soweit ich weiß, hat die seit dem Alten Krieg und dem Wiederaufbau niemand mehr gesehen. Angeblich lebte ein alter Merari draußen in der Wüste, als sie verschwanden. Er soll der letzte seiner Art gewesen sein, und das ist schon sehr lange her. Das klingt nicht gut. Trotzdem danke für eure Hilfe. Gut, okay, also wir brauchen 200 Credits pro Tag, um diesen Jetpack zu leihen da hier und naja gut, können wir sonst noch was mit dir? Was habt ihr noch gleich über die Merari gesagt? Angeblich lebte ein alter Merari draußen in der Wüste. Ja, das brauchen wir nicht nochmal hören, ich kann es abbrechen. So, tut hier jemand meißeln? Das hört sich nämlich so an. Also hier gibt es Zeug für den Schiffsbedarf. Es könnte vielleicht sein, dass wir dann einen Typi da helfen können. Kommen wir hier rein? Nein. Ah, interessanter Verkaufswagen hier. Hier kommen wir nicht hin. Nein. Hier ging's hin. Hier kommen wir nicht weiter, oder? Das kann man nicht erkennen, was da oben ist. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Oh, hier ist Zell. Hi, Borg. Hast du noch mehr Grandiers? Ja, Tag, habe ich doch gesagt. Ich bekomme diese Woche jeden Tag neue rein. Hier sind sie. Was zur Hölle? Was soll das denn jetzt? Oh, grüß Gott. Ein Junge und ein Mann. Können mit beiden reden. Hallo, ich bin Carl. Und wie heißt du? Kevin. Und da drüben ist mein Dad. Er arbeitet hier. Wollen wir ein Spiel spielen? Okay, wie heißt es denn? Das Spiel heißt Merik der Krieger. Es ist ganz leicht, du musst nur würfeln. Bei Rot darfst du ein Feld gehen. Bei Grün zwei Felder. Und bei Weiß drei. Wer zuerst ankommt, gewinnt. Oje. Du darfst zuerst callen. Okay, los geht's. Bei Würfeln bin ich ganz schlecht. Wo ist hier der Würfel? Da. Das weiß. Was sind das für Objekte auf dem Brett? Sagt dann nicht. Das sind die Geschenke, die Merik für jede gewonnene Schlacht bekommen hat. Ah ja, okay.
Dann würfeln wir nochmal. Alter, er hat rot gewürfelt gehabt. Vor langer Zeit hat Meri gegen die bösen Kerle gekämpft. Er hat sie besiegt und aus vielen Ländern vertrieben. Kommt mir auf die Alle Schliche. Leute waren froh, denn sie mochten die bösen Kerle nicht. Also hat ihm jedes Land etwas geschenkt. Aha, ja, was ist das Sinn des Spiels hier? Einfach nur zum Ziel zu kommen. Yes, weiß. Dieser große Edelstein war sein erster Schatz. Und nach hat er all die anderen auf dem Brett bekommen. Da kommt nach. Jetzt brauchen wir mindestens eine 2. Komm. Das ist grün, yes. Du hast gewonnen, Cole. Danke, Kevin. Das Spiel war gut. Vielleicht war es auch so gescriptet. Oder man kann vielleicht nochmal spielen, aber bringt uns nicht großartig weiter. Aber ganz nettes Gimmick hier. So, dann reden wir mit Papi. Was darf's denn sein, Mister? Gerade sind saftige Gram-Deers reingekommen, ganz frisch gepflückt. Die sehen wirklich gut aus. Und was für eine interessante Transportart. Ja, ein Bioportal. Die schicken damit ihre Produkte direkt vom Feld zu mir. Praktisch. Darum findet ihr nirgends frischere Nahrung als hier im Tagsladen. Denn unsere Waren werden nicht erst tagelang umhergekarrt und total zermatscht. Also, was genau möchtet ihr denn? Naja, ich suche nichts zu essen. Ich suche nach dem Merari-Volk. Kennt ihr das? Ha, viel Glück. Klar kenne ich die. Die lebten vor dem alten Krieg hier, aber das war vor Jahrhunderten. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Oder vielmehr, keiner hat das Merari-Volk gesehen. Aber man kann überall noch Überreste ihrer Zivilisation entdecken. Sie erbauten und betrieben den Weltraumhafen, bevor er im Krieg zerstört wurde. Oh, und Bock sagt, sie hätten auch dieses Portal, das er benutzt, erfunden. Und es damals dem Neli-Volk geschenkt. Wirklich? Meint ihr, dieser Bock weiß vielleicht noch mehr über sie? Vielleicht. Die Neli kennen sich mit Traditionen und Geschichte gut aus. Selbst wenn nicht, wird er so tun, als ob, und euch das Ohr abquatschen. Wo wohnt er? Ist das weit von hier? Die Neli leben in den Monolithbäumen hinter der Wüste. Aha. 5 Tage von hier. Aber es wäre schön blöd, es in der derzeitigen Hitze zu versuchen. Oh, okay. Dann danke für eure Hilfe. Kein Problem. Ja, die Frage ist, wann wird's kühler? Gut, okay. So, wir gehen weiter. Ja, was heißt weiter? Viel weiter geht's ja nicht mehr. Das war also der Markt. Aber wir brauchen irgendwie Geld. Wir brauchen ein Jetpack wahrscheinlich. So. Ja, dann können wir hier ja wieder gehen, weil mehr ist hier nicht. Wenn ich irgendwas übersehe, bitte mehr gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich sehe auch nicht alles. So, dann geht's weiter mit unserer Fähre. Dann fahren wir mal zum Pad. Wahrscheinlich ist einfach eine Plattform im Wasser oder so. So, das haben wir wieder. Aufstieg, Biene links. Was ist das hier? Wir können irgendwas mitgehen lassen. Oder ne, einen Hebel aktivieren. Was habe ich jetzt gemacht? Was zur Hölle? Ich denke, es war gut, ja. Oder auch nicht. Jetzt geht's wieder aus. Oder habe ich einfach nur einen Generator gestartet? Mehr geht hier nicht, ne? Außerdem ist das Ding nervig und laut. Okay, hier kann ich nichts machen. Ich will ja ganz gern mehr machen, aber leider lässt mich das Spiel ja nicht. Ne? Da hier ist auch ein Hebel oder was? Ja. Ah, das ist ein Aufzug. Oh, ich hoffe, das wird jetzt gleich leiser, weil das geht mir echt auf den Senkel. Ja, ich komme hier jetzt wieder mal nicht weiter. Ah, schön, es ist leiser geworden, es ist weg. So, ich gucke jetzt gerade, ob ich irgendwie... Wo bin ich denn gerade rausgekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bin ich von hier gekommen, oder? Ja, das ist der Hebel, aber... Kann ich da vielleicht noch gar nichts machen? Das hat fast so den Anschein, dass ich hier gar nichts machen kann. Ja, ich kann hier nicht anklicken. Ja, brauchen wir vielleicht später erstmal.
Ah, ja, wieder runter. So, na gut, dann gehen wir weiter. Ja. Dann gehen wir zum Causeway. Okay. So geht's hier raus. Oder geht's hier gar nicht raus? Ich kann ja nicht aussteigen. Willst du mich verarschen? Und hier gibt es eine Liane. Ach, die ist nicht der Ausstieg. Können wir gar nichts machen am Causeway? Anscheinend nicht. Okay, also hier können wir nichts machen, Leute. Ich habe geguckt, aber ich sehe hier nichts. Na gut, dann fahren wir zurück zum Spacebar. Vielleicht kann ja uns der Typ, der uns mitgenommen hat, noch irgendwie behilflich sein. Indem wir vielleicht sein Schiff reparieren oder so. So, okay. Es ist relativ easy gestrickt, das Spiel. Also ich kann wirklich noch nicht sagen, wie lang das Spiel geht. Ich kenne es halt überhaupt nicht. Ja, aber ist auch gut, wenn ich ein Spiel mal nicht kenne. Ich kenne viele Spiele, aber ja, das jetzt halt eben speziell nicht. So, ausgestiegen hier. Na, dann gehen wir mal zurück zum Gebiet. Aber hier nochmal gucken, ob wir nicht noch irgendwo hinlaufen können, wo wir vorher nicht hinlaufen konnten. Also für mich ist wirklich teilweise ein bisschen unscharf, das Ganze hier. Für euch ist es tatsächlich ein bisschen besser. Warum komme ich hier jetzt auch nur weiter? Was soll denn der Quark? Kommen wir nicht mehr weiter. Bin ich jetzt hier irgendwie eins zu früh ausgestiegen oder was? Ja gut, der Lift. Naja, da oben waren wir. Hoppala. Ich komme jetzt gar nicht mehr weiter, Leute. Da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Aber bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich check's gerade nicht. Ich komme jetzt gar nicht mehr zu dem Raumschiff da zurück. Na gut, dann steigen wir nochmal hier rein. Aber jetzt kommen wir wieder ganz nach oben, wo wir nichts machen konnten, oder? Na, jetzt sind wir wieder hier. Mein, vielleicht hat sich auch das geändert, aber ich glaube es nicht. Miep, miep. Hier geht's immer noch weiter. Hier auch nicht. So. Ja, und hier fehlt. Ah, doch, jetzt höre ich Musik. Na, vielleicht lädt sie auch nicht immer. Aha, der ist jetzt hier mittlerweile, der Pilot. Dann gehen wir zu ihm. Herr Kritzi. Hi Neo, wie war's bei der Hafenbehörde? Ist gut gelaufen, Carl. Mein kleines Geschenk hat alle Probleme beseitigt. Aha. Wieso sind Sie da noch hier? Naja, als ich zum Schiff zurückkam, waren meine Seitentriebwerke gestohlen. Jetzt sitze ich schon wieder fest, bis neue eingebaut sind. Bestechung zahlt sich scheinbar nicht aus. Wenn Sie etwas trinken möchten, bedienen Sie sich am Automaten. Geht auf mich. Oh, danke. Jetzt hat es auf die Triebwerke geklaut. Unglaublich, ist ja schlimm wie in Polen. Eieieiei. Wenn Sie etwas trinken möchten, okay, bedienen ja. Sie ja, sich. Ja, danke. Am Automaten.
Schakalakalaka. Ja, die Musik hier, ne? Am Automaten, ja, und wo ist hier der Automat? Keine Ahnung, wo hier der Automat ist. Dann will ich das trinken, oder wie? Doch, hier. Oh. Was ist das hier? Wahrscheinlich die Ausgaben und das hier ist das Bedienfeld, oder? Ich kann das ja alles nicht lesen, Leute. Was heißt das hier? Also das ist der Pfeil, wenn es so wird, dann ist es nach raus. Wir drücken aber mal drauf. Oder auch nicht. Hallo? Wie soll das hier funktionieren, Leute? Irgendwie. Ja, bin ich hier auf einem Punkt, wo das gar nicht funktioniert oder was? Ah, hier ist was. Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet. Irgendwas mit Blättern. Das ist was mit Früchten. Das weiß ich nicht. Dann nimm mal, wenn es alles geht. Hier, alles hier. Das wird ein Tee oder irgendwas sein. Okay. Ja. Haben wir mal getrunken. Wir gucken mal, was es noch so gibt. Das hier. Ich meine, es geht ja auf seine Kappe da drüben. Oh, Fernding. Bringt uns wahrscheinlich überhaupt nicht. Was ist das hier jetzt? Ja, so. Hä? Oh, ah, ja. Es geht anscheinend darum, das Glas zu bekommen, oder? Das ist, glaube ich, Glas. Ich kann das gleich so angucken, wie ich das andere angucken konnte. Hm. Ja gut, ich glaube, ich brauche nicht noch ein Glas. Eins wird lang. Ja, wir probieren es einfach nochmal, ob wir noch ein Glas bekommen. Nee. Okay. Wie geht's hier raus? Hier geht's raus. Okay. Da kann ich jetzt nochmal mit dir reden. Wenn Sie etwas trinken möchten. Ja, doch, ich schon recht, ich hab schon was getrunken. Hätte auch noch was gegessen, aber jo. So, wir gucken nochmal hier raus. Ist ja dem Apparillo jetzt irgendwas anderes? Eigentlich nicht, ne? Vielleicht möchte ich da auch mal hin. Und hier ist... Nee, ich weiß nicht, was es ist. Irgendeine Fabrik vielleicht. Könnte auch ein Schiff sein. Wer weiß es nicht, ey. Ja, toll, Leute. Jetzt bin ich auch nicht viel weit. Jetzt habe ich das Glas. Und er sitzt hier, ja. Oder, naja, das sieht er als stehen wie sitzen aus. Aber okay. Ja, und jetzt? Also... Ich habe schon viele Spiele gespielt, aber das ist ja auch wieder so eins, wo man ein Spiel hier wirklich Informationen irgendwo rausziehen muss, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht weiß er dann nicht am Markt, wer die Tiere geklaut hat. Das wäre so mein Anhaltspunkt. Also lasse niemals ein Schiff unbewacht stehen, ne? Also mindestens immer zu zweit oder zu dritt, dass einer am Schiff bleiben kann. Damit nichts geklaut wird. Hilfe! Was? Hilfe? Wo? Hilfe? Wer Hilfe? Wieso Hilfe? Wo Hilfe? Da hinten? Oh. Was mit dir passiert, Junge? Hilfe! Sind Sie okay? Nein, mein Bein ist bestimmt gebrochen und den Arm kann ich auch nicht bewegen. Was ist passiert? Ich wollte gerade eine Bestellung für meinen Bruder abholen. Da stürzte der ganze Stapel auf mich. Wo ist dieser verdammte kleine Mediporter, wenn man ihn braucht? Ich suche ihn für Sie. Danke! Okay, wir brauchen einen Medibot. Warte mal. Ich habe schon eine Ahnung, wo er sein könnte. So, mal nach oben fahren. Stopp, halt!
Das war falsch. Wir waren ja schon richtig. Mist. Können wir es abbrechen? Ja, die Animation kann man abbrechen. Gut. So, wieder abbrechen. Das kennen wir nämlich schon. Es ist schon mal hilfreich, dass man das abbrechen kann, die Animation. So, nämlich der Mediabot könnte hier irgendwas stehen. Der hier. Jo, ist Gott. Hier, Dr. Jacquard. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ist das der Medibotter? Ich heiße Call und am Weltraumhafen ist ein verletzter Mann und braucht den Medibotter. Aber ich glaube, er ist defekt. Er bewegt sich überhaupt nicht. Oh, wollen wir mal sehen. Der Radstand reagiert nicht. Ein Moment. Bewegt er sich jetzt? Nein. Okay, muss an der Mechanik liegen. Wie schwer ist der Mann denn verletzt? Arm und Bein tun ihm weh. Vielleicht gebrochen. Würden Sie mir einen Gefallen tun, Call, und dem Patienten einen Injektionsnanobotter bringen? Er befindet sich in dem Fach über dem Radstand. Ich öffne es. Okay. Da, haben Sie ihn? Ja. Okay, es ist ganz simpel. Drücken Sie ihn einfach kurz auf die Haut des Patienten und fertig. Er soll nach der Injektion noch etwas liegen bleiben, bis er sich wieder besser fühlt. Danke, Dr. Jacquard. Mach ich. Okay. Gut, dass wir das jetzt nicht reparieren mussten, das Ding. Aber ja, wir probieren es jetzt mal. Wo ist jetzt der Injektor? Da, Spitze. Gut. Haben wir die halt mal komplett neu, was soll's? Wird schon funktionieren. Muss ich jetzt gleich so machen. Vielen Dank, Freund. Wenn Sie irgendwo meine Frachtbox sehen, sagen Sie Bescheid, ja? Sie hat einen orangen Streifen in der Mitte. Vielleicht ist sie von der Plattform gefallen. Wenn sie weg ist, bringt mein Bruder mich um. Ich halte die Augen offen. Bleiben Sie liegen, bis es Ihnen besser geht. Okay, eine Box. Jetzt wieder eine Box, die man... Naja, gut, okay, dann wenn sie von der Plattform gefallen ist, dann muss sie ja unten liegen, oder? Also fahren wir nach unten. So, wir müssen eine Box finden. Eine Box. Ja, oh, da ist sie ja schon. Gut, perfekt, das ist zwar einfach. So, zeig mal, Frachtbock. Wenn wir leider nicht reingucken, dann fahren wir wieder nach oben. Wenn wir das mal angucken, ah ja, das ist ein Schacht hier. Ich breche mal kurz die Animation ab. So, Leiter noch da, ja. Wenn Sie irgendwo meine Frachtbock. Ja, Bascha, ich zeig sie dir gleich. Moment. Hey, Sie haben meine Frachtbox gefunden. Danke, mein Freund. Bitte. Ich frage ja nur ungern. Aber könnten Sie sie ins Geschäft meines Bruders auf den Markt bringen? Er wartet schon seit Stunden. Okay, mach ich. Ja, wer ist denn dein Bruder? Ich schätze mal, ich weiß, wer es ist, aber ja. Lalalalala. Man kennt's ja schon. Es ist wieder ein Walking Simulator. Aber ja, was soll. So, jetzt wieder nach unten. Wie gesagt, es ist hilfreich, dass man hier tatsächlich die Animation abbrechen kann. Was ich nicht ewig langweilig da rumklicken muss. Also Mark. Das können wir auch abbrechen. Das kennen wir ja schon, die Fahrt. Gründliches Wasser, ne? So, weiter geht's. Mark, ich schätze mal, das ist nämlich der hier, vom Aussehen her. So. Okay, wir reden. Was habt ihr noch gleich über die Merari gesagt? Nee, das ist nicht. Also, reden ist nicht. Erstmal angeben, ja. Was ist das? Habt ihr einen Bruder, der im Weltraumhafen arbeitet? Nein, mein Bruder sollte mir am Weltraumhafen den neuen Treibstoffkombinator abholen. Wieso? Ist er das? Ja, er ist verletzt und konnte nicht kommen. Er ist aber okay. Ich habe ihm einen Medibotter gebracht, der ihn gleich versorgt hat. Wirklich? Ich danke euch, Fremder, dass ihr so nett zu Tabo wart. Er steckt immer in Schwierigkeiten. Und danke, dass ihr mir die Bestellung gebracht habt. Wie kann ich das wieder gut machen? Würdet ihr mir für eine Weile einen Jetpack leihen? Klar, nehmt diesen Jetpack so lange ihr wollt. Und wir sind quitt. Oh. Es gibt jedoch zwei Dinge, die ihr beachten müsst. Er startet weder ohne korrekte Zieldaten, noch könnt ihr ihn in der Nähe von brennbarem Material aktivieren. Deshalb eignen sich die alten Landepads in Spaceport Bay am besten zum Start. Viel Spaß! Wie war gleich Ihr Name, mein Freund? Call. Okay, viel Spaß, Call. Die alten Pads? Okay, ja gut, müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir ohne 200 Credits zu zahlen.
Ja, macht aber Sinn, dass der nicht geht, wenn irgendwo was brennt, was in der Nähe ist. Weil ja, aber könnte man sich ja ordentlich verletzen, ne? So, das ist das Chatpack. Okay, die alten Porten. Spaceport. War das das, wo ich da war? Pad hier? Ich gucke einfach mal, Leute. Ah, danke, das reicht. So, ich breche auch hier die Animation ab, die kennen wir ja schon. Ah ja, hier kommt auch das Symbol, dass wir den Jetpack benutzen dürfen. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Desert House. Baseboard, Royce Crash und Neely. Tatsächlich würde ich mich fast das Royce Crash interessieren. Aber wir gehen mal von links nach rechts durch. Also fangen wir mit dem Desert House an. Cool. Desert Fortress. Ja, das gab mal so eine Sendung, die habe ich so gern geguckt, ey, aber irgendwann ja, wurde sie halt eingestellt. Wo es darum ging, dass zwei Teams gegeneinander angetreten sind, mussten solche Dolche gewinnen, immer in so kleinen Spielen. Wer eben der Schnellere immer war. Und ja, wer dann am Ende praktisch die meisten Dolche hatte, durfte praktisch dann Gold gießen gehen. Also es ging natürlich mit der Zeit. Und je nachdem, wie gut man dann im Finalspiel war, umso größer war die Schmelze und das meiste Gold. Und das musste man dann halt gießen. Also es war sehr interessant. Vielleicht kennst du andere noch, Desert Fortress. Hier ist ein Schlüsselloch, aber der Schlüssel, der lässt sich hier nicht wegmachen, oder? Nee. Okay, was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Becken oder so. Ja, so Abflüsse oder Zuflusslöcher hier. Damit schauen wir mal rum. Was ist das hier? Eine Luke? Ach, Luke ist auch schon wieder da. Heieiei. Ja, und hier brauchen wir den Schlüssel, den wir nicht wegkriegen. Gut. Hat der Luke ist immer da, ne? Das ist unglaublich. So, Grip. Blum. Kann man hier einmal außen rumlaufen. Also es ist ein Pool. Das sieht aus wie ein Pool. Hier ist noch ein Becken. Da geht es nochmal weiter hinter. Ich gehe mal da nochmal weiter hinter. Ja, praktisch mal einmal um das ganze Karree rum. Ja, das geht. Oh, was ist das hier? So ein Bauteil haben wir leider auch nicht. Warte mal. Nee. Leeres Glas. Das geht natürlich nicht, aber man guckt halt einfach mal, ne? Also hier komme ich jetzt einmal rum um das ganze Ding. Ja, das war. Gut, und da geht kein Wasser, ne? Ich kenn doch euch. So, oh, was ist das hier? Da ist eine Tür und da ist ein Wasserhahn. Ja. Immer diese Leute. Dass du nicht einfach hier den Hahn aufdrehen kannst. Da fehlt da oben der Schlüssel dran. Sonst würden natürlich die Leute hier Wasser klauen. Und geht's hier rein? Hallo? Nö. Scheinbar ist hier abgeschlossen. Was für ein Scheiß. Okay, also hier wird man Wasser bekommen. Oder vielleicht unser Glas vollfüllen oder so. Vielleicht ist da auch irgendwo ein Schlüssel versteckt. Man weiß es nicht. Wozu man den Pool filmen kann, weiß ich natürlich auch noch nicht, ne? Aber bin nicht verraten, ne? Bin nicht verraten. Ja, da kommen wir gleich dazu. Hier ist das Handrad drauf. Allerdings. Können wir da nichts machen, okay? Warte mal, kann ich da vielleicht? Nö. Jetzt mal zurück, danke. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, das sieht schon nice aus hier, ne? Och, Ecke und so weiter. Was ist denn das hier für ein Tor? Ah, da kann ich durchs Fenster glotzen. Okay.
Niemand zu Hause hier. Das ist einfach nur so ein altes Haus, ganz einfach von dem Volk da hier. Was ist das hier hinten? Ist das eine Treppe nach unten? Könnte sein, ich weiß es noch nicht. Wir können da nichts machen. Was ist das hier? Hier können wir auch nichts machen. Kann man hier Sachen einsetzen? Kann das sein? Dass das hier so Aussparungen sind, dass das dann auch irgendein Portal aktiviert? Kann ja auf jeden Fall nichts machen. Okay. Also bei dem Desert House können wir erstmal gar nichts machen. Würde ich jetzt mal behaupten, natürlich. Kann es sein, dass ich wieder was übersehe, ne? Weil ich dann immer zu hastig bin. Wir müssen irgendwie an den Schlüssel rankommen. Nur den Schlüssel kriegt man einfach nicht ab. Das, und der ist so halt an dem Ring befestigt, dass ich auch nicht hier rein... Ah ja gut, der wird hier nicht passen. Man braucht hier wahrscheinlich einen extra Schlüssel, um den Schlüssel zu bekommen. So, hier können wir jetzt wieder mit dem Jetpack fliegen. Es blinkt wieder. So, dann geht's weiter nach Neli. Ey, wären wir auch da. Gut, das sind vielleicht diese Ort-Dinger, wo wir gesehen haben von diesem Beobachtungsgerät. Was ist das hier für eine Stange? Hä? Ist das eine Flöte? Das ist eine Flöte. Das ist ein bisschen eine komische Tonleiter. Wir müssen auf jeden Fall erstmal rausfinden, was man da drauf spielen müsste vielleicht. Komm hier aus dem Bild raus. Ja, danke. Ich komme hier aber auch nicht weiter, ne? Nö. Irgendeinen Ton muss ich auf jeden Fall spielen. Jetzt hier einfach rumprobieren, das bringt nichts. Und weiter kommen wir hier aber auch nicht. Hängt irgendwas. Also hier müssen wir später nochmal herkommen. Ja, und das ist meistens so, dass man also mal irgendwo hinkommt schon und man halt noch nichts machen kann. Da kann man vielleicht auf den Schliche kommen, was man vielleicht später machen könnte. Ne? So, dann gucken wir nochmal. Chatback. Dann zum Royce Crash. Aha, es ist ein Schiff, oder? Ja, das ist das Schiff, wo der geraucht hat. Okay. Okay, okay, okay. Lass uns mal gucken. Hier ist eine ewig weite Wüste. So, hier. Ah, okay. Da werden wir den Schlüssel nehmen und den gleich von hinten mal Pam machen, wenn er garstig wird. Man weiß ja nicht, ne? Kann ja keinem trauen heutzutage. Naja, gut, wir reden mal mit ihm. Hi. Bist du Roy? Hallo? Hi, ich habe Ihr Schiff vom Weltraumhafen aus gesehen. Alles okay? Klar, ich sitze gerne am heißesten Tag des Jahres in der Wüste rum und arbeite an einem glühenden Motor. Alles bestens. Oh. Ah, sorry, Kleiner. Bin nicht gut drauf. Diese Schrottmühle hat völlig den Geist aufgegeben und ich habe keine 2000 Credits für einen Ersatz. Und der wäre noch nicht mal neu, sondern gebraucht. Oh, pass auf hinter dir, Kleiner! Okay. Das ist ein Jekyll. Sein Gift haut einen schon um, wenn man es bloß auf die Haut bekommt. Danke für die Warnung, Mister. Ich bin Roy. Danke, aber du kannst nichts tun, es sei denn, du kannst einen Treibstoffkombinator reparieren. Einen Treibstoffkombinator? Hey, ich weiß, wo es einen gibt. Ach, und wer soll den bezahlen? Du etwa? Oder gibt es die heute umsonst? Ja. Danke, Kleiner. Vielleicht bekomme ich den hier wieder in Gang. Ich muss diese Ladung Erz zur Raffinerie schaffen, sonst bin ich meinen Vertrag los. Oh, okay. Dann viel Glück, Roy. Danke, man sieht sich. Ja, vielleicht könnte man ein bisschen Erz mitnehmen, man könnte was verkaufen und dann können wir... Aber naja, gut. Mal schauen, mehr ist ja nicht, ne? Ja, wir
habe nämlich einen Karton mit so einem Treibstoffkonverter abgegeben. Ja, also müssen wir da wohl wieder weiter. Also es läuft sehr linear, das Ganze von der Story her. Gut, Leute. Jetpack. Spaceport. Ja, Protoman kommt. So ähnlich. So, jetzt sind wir hier wieder da. Alles klar. So, hier zurück. Also das war scheinbar früher der alte Weltraumhafen hier. Oder ein Teil davon, der wurde halt nicht mehr jetzt benutzt hier dann. Hat alles kaputt auch. So. Haben wir zum Spaceport? Gut, Leute, würde ich sagen, an der Stelle mache ich auch wieder einen Cut hier. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mir geht's beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.